Leute und herzlich willkommen zurück mit mir, dem Simon Checker. Wie ihr seht, bin ich auf einer neuen Karte. Es hat sich viel geändert. Es ist ein neuer Server, der mir und einem Kollegen gehört. Ihr könnt natürlich gerne drauf spielen. Werde ich alles in der Videobeschreibung verlinken. So, wir sind hier gerade am Versuchen, unsere Höfe aufzubauen. Ja, ich habe hier bei Garmsting, also wir sind auf der Garmsting-Map, habe ich hier den Haupthof bekommen. Da ich gerne Kühe mache und der Kollege Probleme bei seinem Hof hat mit der Kühe. Das funktioniert, wissen wir nicht. So, ich fange jetzt einfach mal mit der Tour an. Starten wir hier vorne. Einfach mal ein bisschen Round Tour. Ja, wie ihr drüben schon gesehen habt, haben wir den Lamborghini. Hier hinten haben wir unsere ganzen Sachen zum Abtanken bzw. Oh, doch einen Ladewagen. Ups. Um doch mal lose Stroh zu holen. Leu. So. Geht an den Kollegen raus. So, einmal für Mais und einmal eine Beinpresse. So. Sehr viel Glas, wie ihr seht. Mähwerk. Schwader. Ist cool, aber naja. So, dann gehen wir mal in die ersten heiligen Hallen. Einmal Gator und ein Gabelstapler. Da haben wir unsere Beinpresse entfernt. Da der Hof hier bzw. die Karte nicht allzu groß ist und die Straßen ein bisschen länger sind, zwei kleine Traktoren, einmal Glas mit Premiumdach, einmal Fendt und hier hinten. Brauchen wir nicht. Ja, die Türen bleiben meistens zu. So, hier sind dann unsere Anbaugeräte. Anbaugeräte. Für den Frontlader. So. Ach gut, der Messzahn macht gerade nicht so. Gehen wir erst hier nach hinten, dann gehen wir rechts in die Halle. Top. Top, top, top. Das ist aber nicht so richtig. So, hier ein kleiner Anhänger zum Paletten holen und so. Hier unser Lamborghini. Traktor, also der stärkste. Hier unser Maishäcksler. Ist auch nur vom Mais ausgelegt. Kalkstreuer, Düngestreuer. Mais-Seetechnik und einen Gruber. So. Zu, obwohl ich den eigentlich gebraucht hätte. Nein. So, dann einmal große Halle. Hier ist so ein bisschen für die Beine noch. Unser Wender, der Beko legt Paletten selbst für die Beine. Und zu guter Letzt unser Futtermischer von Anderson. Aus dem Anderson DLC. Server
der Map. Also wenn ihr euch das anguckt, seit dem 27.02.2021. Wir haben 16 Plätze frei, also minus 2. Wenn ihr ein bisschen immer da sind, heißt, wir sind 14 Plätze frei. Klingt gerne drauf. Gerne auf den Discord kommen, uns ansprechen. Devil of Ice oder mich, den Simon-Checker. So, ich gucke jetzt einfach mal, ob der runterkommt zum Kuhstall. Ja, kommen wir. Ich mache jetzt so einen Hofrundgang. So, einmal Kuhweide. Einmal der Stall an sich selbst. Und dann haben wir hier noch, also hier links noch zwei Fahrsilos, hier nochmal eine Weide. Die ja hier, wie ihr seht, ist im Kreuzungsbereich sind. Ich kann hier mal gucken. Normalerweise müsste das Tor in die Richtung leider aufgehen. Und das einmal komplett zum Anschlag auf die andere Seite. Also jetzt nicht so, dass genau die zwei Dinger so leicht abgesperrt werden oder so. Ist halt schade, aber... Jo. Und da kommt die Co-Moderatorin. Die will auch Hallo sagen. Na, komm mal her. Dann sag mal Hallo. Hm? Nee, doch nicht. Ja, dann machen wir Abflug. So. Hat sich's anders überlegt. Mann, leises Mauzen. Was los? Hm? Doch Hallo sagen. Oder nicht? Wo bist denn jetzt? Hm? Ja, nee, schmusen geht jetzt nicht. Verschmustes Ding. Den Herrschaften hier doch kein Standbild zeigen. Hm? Da musst du herkommen, wenn du schmusen willst, hab. Aber du wolltest ja nicht. Na, wie ist es mit dem... Ja. Jetzt auf einmal den Besen schmusen, ne? Einmal den Besen schmusen. Ja, yeah, du bist auch so. Vibe. Ja, also wir sind hier oben. Zeige ich euch das auf der kleinen Karte. Ganz da oben. Schön am Berg. Natürlich, wenn ihr es nicht gesehen habt, zeige ich es euch nochmal auf der großen. Also hier schön. Dieses Einzugsgebiet gehört uns. Plus das Feld und die Wiese hier, also hier einmal ein Einzugsgebiet hier oben. Jo, Feld 10 gehört noch nicht uns. Ja, dann der Kollege hat sich hier unten niedergelassen. Feld 29, 28, 25, 26, da fehlt nur noch die 27, weil er kann wahrscheinlich nicht zählen. hat er eine Zahl ausgelassen. Hat aber ganz schön viel Kartoffeln auf der Felder. So, ja, BGA 1, also ist hier oben Garmsting und dann BGA 2 ist die Scheibling. Ja, da werdet ihr wahrscheinlich auch mehrere Sachen sehen. So, und zu guter Letzt zeigen wir euch schön kurz den Shop. Sieht natürlich groß aus, weil natürlich ein paar Mods dabei sind. Einmal John Deere Pack natürlich. Wir arbeiten seit kurzem, also kurz vor dem Video, mit diesen schönen Saatgutpaletten.
von Ifconator. Und das wird natürlich sehr, sehr schön werden. Weil, wenn wir Roggen drin haben und wir ernten, also wollen aber Weizen haben und wir sehen das an, ist es zum Schluss wieder Roggen. Versteht sich natürlich, ne? So. Was haben wir noch? So ein paar Mods von der Hofbergmann sind natürlich noch drin. Ja, Co-Moderatorin, Schmusekatze. Du wolltest nicht hoch, also nein. So. Ja, auch noch schön für die Big Packs, wer halt Big Packs macht von uns, glaube ich, aber keine mehr. Transportpack ist da. Viehtransportpack ist da. Tankpack ist da. Alles IFCO und John Deere Pack ist da. John Deere Gator Pack. Ja. So, jetzt hat's aufgehört. Jetzt habe ich meine Ruhe. So. Natürlich werden wir mal gucken, was so noch kommt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie weit hier die Kuhweide geht. Okay, das Tor will nicht aufgehen. Also die Kuhweide geht hier direkt bis zu der Halle hier hin. Ja. Und ja. Schon mal zwei Ballen reingeworfen für mich. Ne? Hier hinten rum. Bis hier hin. Ob das da ist, keine Ahnung, damit die Kühe vielleicht nicht ausrutschen. Ja, dass sie sich festhalten können. Und so bis hier, bis da unten wieder zurück. Und natürlich der Kuhstall selbst auch. So, dann die zweite Weide. Das ist ein ganz kleines Ding. Wie hoch bis zum Grünen kurz davor. Also hier hin. Also wir sind umgeben von Kühen, sagen wir es mal so. Wer auf unseren Hof kommt, der sieht als erstes Kühe. Wenn halt welche da sind. Ja, die gehen dann bis hier hinten lang. Von daher schöne Weidefläche hier. Und das war's auch. An Kuhweide. So, der Stall an sich selbst ist natürlich auch nicht so, also nicht so riesig, nicht so luxuriös. Haben wir reingeguckt. Melkstand macht alles allein. Und natürlich darf nicht fehlen. Es Licht. So, da hat die Co-Moderatorin schon richtig reagiert mit diesen Bildern. Verabschiede ich mich für heute. Genau. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Abonnieren dürft ihr auch.